So, wo war jetzt das Leuchten? Muss da irgendwo. Okay. Das Pferd reagiert schon mal nicht. Aber irgendwo da hinten war das Leuchten. Oder war es da unten? Das ist halt schon wieder. Macht bei denen keinen Damage. Alle weg. Tschüss, Bruder, muss los. Alter. Kannst doch keiner erzählen, wie viel Schaden die machen. Dann gibt's noch die lebendigen Bäume. Ach, genau, da unten. Eine Fee. Hey. Ich hätte so gern eine Fit-Rotte. Eine würde mir schon reichen. Irgendwer eine Fit-Karotte. Fit-Karotte. Karotte. Köstlich knackige Karotte. Im Südwesten von hier. Aus dem Satori-Berg. Ich hab sowas aber nicht dabei, oder? Nee. Eine Fit-Karotte. Südwesten. Das ist hier. Okay. Wir haben eine Fee gefunden, das hilft uns schon mal weiter. Vielleicht können wir bei der dann die Ausrüstung verbessern. Dass wir zumindest stärker werden und Rüstung haben und nicht sofort bei jedem One-Hit sind. Wir haben keine Ahnung, wie wir da drüben hochkommen sollen. Wir müssen uns noch ein bisschen was basteln. Oh, Tomaten! Nice. Schauen wir mal, dass wir damit anfangen können. Ah, davon kann ich was kochen. Endlich wieder mal die Leben auffrischen. Das ist ja vielleicht gar nicht so blöd. Man kann einen Sprung reinmachen für einen Grog. Moment. So, da hoch. Es war so klar, dass es nicht beim ersten Mal gelingt. Wir sagen, das war das erste Mal, okay? Wir sagen einfach, das war das erste Mal, weil sonst... Was ist denn das? Rostiger Zweihänder. Was wir haben, das haben wir. Nice. Was geben wir denn denn? Doch, wir brauchen irgendwas, was Leben wiederherstellt. Wir haben wohl massig von dem rein. Kann man das sicher wieder in der Kälte sein.
Hitze, Feuerangriff. 5 Minuten erhöht die Angriffskraft. Hit 2, Hitze 1. Aha. Okay, cool. Wir haben noch irgendwo Fleisch, oder? Können das mit dem kombinieren. Schauen, was da rauskommt. Oh. Was? 10 Leben, 13 Leben. Wir sind heftig viel. Eicheln, dann nehmen wir noch so ein Mushroom mit. Okay, das wird nichts Besonderes. Ist auch okay. Haben wir eigentlich irgendwas schon, was unsere Ausdauer erhöht? Oder verlängert? Nicht wirklich. Was ist denn das? Raubschleimstein. Ah. Es wäre halt cool, irgendwas zu haben, was einem die Ausdauer ein bisschen wiederherstellt. Und dann gehen wir mal auf den nächsten Turm. Moment, die war noch ein Krog, oder? Ich will zu meinem Freund. Wo ist denn dein Freund? Was für ein Schlamassel. Wo ist er denn? Da unten. Bei diesem Lagerfeuer? Okay. Ja, das kriegen wir schon hin. Achso, ich würde da gerne einmal übernachten, ja? Ja, ich möchte übernachten. Und zwar bis zum Morgen. Normales Bett. Nein, ich möchte keinen Übernachtungsgutschein. Ich zahle in Rubinen. Bis morgens. Dankeschön. Aber bis morgens habe ich den Vorteil, dass es zumindest Tag ist und ich zumindest was sehe. Wenn irgendwo plötzlich wieder Gegner überraschen. Ich kann meistens aufpassen, nichts, weil man denkt so, hä? Wo kommt denn ihr her? 5 Uhr morgens, nice. Ein Stallpunkt. Nice. Hast du Marlon am Rotlaubsee im Norden getroffen? Nö. Man sagt, dass er tote Pferde wieder zum Leben erwecken kann. Oder ihre Fähigkeiten verbessern kann, wenn er einen mag. Interessant. Prämie erhalten. Ja, jetzt komm. Gib mir meine Prämie. Ja. Oh. 5 Punkte erhältst du im Pferdegottstoff. Robuster Stoff mit einem Motiv des Pferdegottes Marlon. Er scheint gut zur Anfertigung des Parasädels geeignet zu sein. Oh. Ich höre, er hat die Färberei in Atheno und in... Okay, ein neues Programm. Da geht es wohl um Stoffe. Ah. Marlon-Bett übernachten. Oh, nice. Fragen, wie mein Pferd diese Ding ausrüsten kann. Hallo. Kann ich mein Pferd diese Set aus strapazierten Geschirr den Pferdwagen oder Materialien ziehen kann? Muss ich da zu ihm gehen? Ausstattung ändern. Geschirr anlegen. Okay. Sehr cool. Wenn deine Ausrüstung Pferdes wechseln möchte, das kommt wieder zu uns. Ja, nein. Ist okay. Oh.
So. Mal ein bisschen gleich drehen. Nice. Da unten ist er ja. Ich hab mir gedacht, irgendwo wird es sicher auch einen geben. Passt dann noch sowas durch. Oder? Also ich glaube, dass das so schon klappen kann. Dann eins, dann stellen wir das zweite noch dazu rein. Den. Auf der anderen Seite machen wir auch noch so einen dazu. So. Ich sag mal, du kannst loslassen. Vielleicht. Jetzt. Ja, ja. Lass ruhig los. Das wird schon irgendwie halten. Ja. Easy. Dann fix das mal. Dann mach mal das mal, mach mal ein bisschen fester. Eine Hilfe konnte das Schild im Boden verankern. Jetzt muss ich nicht mehr die ganze Zeit stützen. Ein kleines Wunder. Dankeschön. Ja, gib mir was zum Essen. Ausdauer, Fischreisbällchen. So viel Übernachtungsgutscheine schon. Aber ich sammle keine Punkte, wenn ihr die nutzt, deswegen ein bisschen blöd. So, auf zu unserer Kutsche. Du verkaufst dich auf Pfeile. Ja, ich möchte was kaufen. Und zwar alle Holzpfeile. Macht halt faire Preise. Unglaublich. Ja. Eine Spurtkarotte, aber ich mag eine Fitkarotte. Nehm mal mit, was er hat. Ich muss ja irgendwo das abgeben. Das ist sicher von Vorteil, wenn ich irgendwas übrig habe. Ja. Lass mal. Schon gut. Es schadet nicht, wenn man nur ein paar wenige Sachen sammelt. Muss ich für sich zu bewundern. An die Denkweise, dass wir etwas Besseres als Insekten sind. Die ärgert mich so richtig. Wenn die Natur zerstören, bleibt nichts übrig. Und dann gibt es weder Insekten noch uns. Nichts. Wir sind alle aufeinander angewiesen. Nun, da hat er recht. Ich glaube, mein Wagen, der braucht eine Überdachung.
Haben wir da so eins, zwei... Ich glaube, wir können da sogar eine coole Überdachung raufbauen. So. Nice! Ja. Ah, nicht ganz. Möchte wirklich gerade draufsetzen. Alter, ich möchte gerade draufsetzen. Schafft man das Pferd? Oder ich baue einen Käfig. Ein Blitzableiter, noch besser. So passt da optimals drauf. Let's go. Unser Blitzableiter ist gebaut. Unser Blitzableiter ist gebaut. Der muss das für uns machen. Was sind denn das für Früchte? Ah, Wasserfrüchte. Kommen wir da auch durch? Ah, steig ab, steig ab, steig ab! Futter schnell was, futter schnell was. War noch irgendwas? Ah! Na, jetzt komm doch her! Wo läufst du denn hin? Hier bin ich. Nice. Oh nein! Unser Pferd ist verunfallt. Ja, und jetzt gebt mir dieses... Danke. Nice. Oh, was liegt denn da? Eine Keule? Achso, die Fackeln, die braucht man nicht. Was liegt denn hier? Ein Bogen? Nice. Ein Tower. Und Pfeile. Noch nicer.
Irgendwie sieht das aus, als würde da ein Krog rumlaufen. Oh. Den holen wir uns. Nice. Muss man irgendwas schauen, wo wir den eigentlich wieder zurücktauschen können. Irgendwo müsste es auch die Möglichkeit geben, dass wir den dann gegen... Naja, Gegenstände tauschen. Weil aktuell ist er halt irgendwie nicht wie gegen Gegenstände tauschbar. Wahrscheinlich in die verlorene Welt oder so. Das ist die erste Annahme. Hallo! Orecke mit dem Schwert, der in Andacht vor mir tritt, höre meine Worte. Die Mutter gehörte den Statue in den Tiefen der Schlucht. Ich vermag sie nicht mehr zu verspüren. Es ist, als wäre sie verschwunden. Ich bitte dich, geh zu ihr und schau, wie es um ihr bestellt ist. Ja, okay. Ja, okay. Ich habe gedacht, du gibst mir jetzt... Naja. Ich habe gedacht, die gibt mir jetzt Dinge. Eine Meute an Piraten, wenn alle Monster verschwunden sind, dann müssen wir alle Piraten bekämpfen. Die stärkste Waffe. Zum Steif von Ostro begegnen. Eine Waffe mit einem Horn des Leunern. Ja, okay, die. Die schaffen wir noch nicht. Statue der Göttin der Kraft. Auf der anderen Seite. Irland-Prophezeiungen. Dich aufforderte, die südliche Seite des Labyrinths. Die südliche Seite des Labyrinths des Himmels zu besuchen. Die südliche Seite. Was gibt's denn hier? Versteckt im Wald. Ich habe so Angst, dass ich irgendwo gegen einen Leunern plötzlich laufe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. What the fuck? Macht fast keinen Schaden schon wieder. Okay. Finsterklumpen, ein Splitter aus violetter Finsternis, der sich bei Berührung kalt anfühlt. Das Kochzutat verleiht der Resistenz gegen... Oh. Oh. Okay. Ah, das Licht hier jetzt vielleicht ein bisschen beseitigt. Gut, das werden wir nachher noch mal probieren, wenn die wieder auftauchen. Aber eigentlich wollte ich schon längst zu dem Turm. Was ist denn der jetzt? Ist da oben? Orientierung in Open World Games. Man verliert sie einfach. Also ich kletter wirklich mal da hoch. Man verliert einfach... Oh. Nice. Man verliert einfach den Übersicht. Shit. Da war doch hier irgendwo der Turm. Nee, komplett blöd schon. War doch vorne. Oh.
die vielleicht eine Spur zu heftig sind. Und ob der gleich einen Blitzschlag kriegt. Noch eine Wache. Oh, die ist nice. Okay, der ist tot. Nehmen wir jetzt einfach mal so mit. Oh. Okay, ich glaube, ich habe jetzt alle. Nice. Okay, sonst gibt es aber nichts. Dann gehen wir weiter zum Turm. Außer natürlich den Schrein da vorne. Sieht aus, als würde es dann noch ein Loch geben. Wir gehen mal in den Schrein. Dann aktivieren wir mal. Also der Plan ist, wir gehen in den Schrein. Wir aktivieren den Turm. Und dann machen wir den Rest. Das ist so unser Goal. Das müssen wir jetzt irgendwie durchbringen. Kampftechnik. Überfall. Mhm. Diese schreien Leute dann übel aus vergessenen Tagen. Du, der ihn besuchst, folge unseren Anweisungen. Begib dich unbemerkt in den Rücken des Gegners und führe dann einen Überraschungsangriff aus. Allein dieser Angriff führt hier zum Erfolg. Okay. Wir haben ein rostiges Schwert mit einem rostigen Schwert kombiniert. Das würde bedeuten, ich habe ein besonders rostiges Schwert. Er blickt immer links, rechts, links, rechts. Ausgezeichnet! Nice. Überfalltechnik gelernt. Gib dich ungemerkt in den Rücken des patrouillierenden Gegners und berührst dort dann einen Überraschungsangriff aus. Okay. Ah, jetzt bewegt es sich einfach ein bisschen mehr. Bleibt jetzt dort? Aha. Der lässt einen aber schon sehr viel Zeit. Und einmal schaut er, glaube ich, noch. Nice.
Fruchtbogen. Ich glaube, da können wir die kleinen Bogen, die wir haben, weggeben. Ich habe alle Techniken gemeistert. Du. Hier wird ja auch mit Zugang zu dem Bereich gewährt. Okay, ich glaube, der Standard-Konstruktbogen ist ein bisschen schwächer. Was erhalten wir hier? Schleichmedizin. Irgendwann sicher brauchbar. In weiter Zukunft dann. Mal schauen. Mal schauen, wenn wir das brauchen werden. Nice. Möge das Segenslicht dir Kraft schenken. Elf haben wir schon. Aber die Frage ist halt, wollen wir dein Leben aufpushen? Weil was wir brauchen, ist eigentlich eine stärkere Rüstung.